Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge TSC Classic bzw. TS Classic. Aus aktuellem Anlass möchte ich euch heute mal das Trainboard näher bringen. Ich werde dafür die Zugsicherungssysteme auslassen, werde nur, wie gesagt, euch das versuchen, ein bisschen näher zu bringen. Deswegen fahre ich auch keine Geschwindigkeitsrekorde hier. Ich fahre nicht mit Zugsicherungssysteme. Und wenn ich irgendwas falsch machen sollte oder nicht so hundertprozentig machen sollte, dann seht es mir bitte nach. Auch für mich ist es das erste Mal. Deswegen versuche ich das, euch alles so ein bisschen näher zu bringen in der Praxis. Und werden jetzt hier mal die Türen öffnen und dann werden wir einfach mal starten, würde ich sagen. Und zwar würden wir jetzt erstmal als allererstes damit starten, mit dem Einsteigen. S9 nach Mannheim Hauptbahnhof. Einsteigen bitte. Und würden dann kurz danach damit starten, beziehungsweise weitermachen. S9 nach Mannheim Hauptbahnhof. Zurückbleiben bitte. So, die Türen gehen zu. Das heißt, wir können losfahren. So, die Ausstiegsseite für Biblis kann links bleiben, weil wir in Biblis links aussteigen. Ich bin die Tour schon abgefahren und habe mir das alles aufgeschrieben. Als nächstes würde dann jetzt kommen die Begrüßung. S9 nach Mannheim Hauptbahnhof über Lampertheim, Mannheim, Waldhof. Nächste Station Biblis. Übergang zum Regionalverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, und wenn wir dann gleich Biblis ein bisschen näher kommen, dann gibt es die nächste Ansage. Und zwar machen wir das jetzt. Nächste Station Biblis. Übergang zum Regionalverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wie gesagt, das stimmt soweit mit dem Ausstieg, weil wir in Biblis wirklich links aussteigen. Also ihr solltet euch die Tour vorher abfahren, damit ihr euch dann aufschreibt, wo, an welchem Bahnhof wo ihr aussteigt, an welcher Seite ausgestiegen wird. Ist ganz wichtig, damit ihr dann an der korrekten Seite auch aussteigt und das dann auch korrekt im Trainboard eingestellt habt. Und wie gesagt, ich werde hier keine Geschwindigkeitsrekorde aufstellen. Ich werde jetzt ohne Zugsicherungssysteme erstmal fahren. Ich muss das selber erstmal verinnerlichen. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Für mich ist es jetzt erstmal wichtig, euch das Ganze näher zu bringen und zu zeigen. So, Ausstieg ist jetzt Taste 1. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Genau. Dann können wir jetzt hier schön gemütlich an den Bahnsteig in Biblis heranfahren. Wie gesagt, das ist ein Szenario aus dem schnellen Spiel. Groß-Rohrheim nach Mannheim Hauptbahnhof aus der Strecke Frankfurt Highspeed mit dem TSG BR425. So, da wären wir. Erste Station, Biblis. So, wir öffnen die Türen. Und dann kommt wieder folgende Ansage. S9 nach Mannheim Hauptbahnhof. Einsteigen bitte. Und S9 nach Mannheim Hauptbahnhof. Zurückbleiben bitte. so, Türen gehen zu.
Das heißt, wir lösen schon mal wieder die Bremse und fahren ab. So, und kurz nach dem Abfahren könnt ihr dann schon eigentlich die nächste Ansage machen mit von der nächsten Station. Nächste Station, Obstadt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, da war ich jetzt einen Tacken zu früh. Ich habe die Ausstiegsseite, ich hätte die erst wechseln sollen. Und dann die Ansage abspielen lassen. Habe ich jetzt selber gemerkt. Wie gesagt, ich muss mich da selber erstmal rantasten. Seht es mir bitte nach. Aber das sind alles Dinge, aus denen lernt man. Oh, ich bin zu schnell. Uiuiui, das wollen wir natürlich nicht. So. So, nächste Station ist dann auf jeden Fall Obstadt. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts natürlich. Aber das ist ja wie in der Realität, da vertut sich der Zugchef ja auch schon mal, das habe ich selber erlebt. Dann heißt es dann, ich korrigiere Ausstieg in Fahrtrichtung rechts statt links. Also von daher ist das was völlig Normales. So, dann fahren wir jetzt hier schön an den Bahnsteig von Obstadt. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, so passt es nämlich. Da wären wir in Bobstadt. So, wir öffnen die Türen. Und dann spielen wir Folgendes ab. S9 nach Mannheim Hauptbahnhof. Einsteigen bitte. So, kurze Zeit warten und. S9 nach Mannheim Hauptbahnhof. Zurückbleiben bitte. So, können das hier oben noch kurz ändern, wenn man das noch hinkriegt. Da, Spaß doch, verdammt. Da, jetzt können wir weiterfahren. So, nächste. Und da können wir eigentlich auch dann jetzt gleich, dann ein paar Meter gefahren sind, folgende Ansage abspielen. Nächste Station, Bürstadt. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Auch das stimmt. Da wollen wir gar nicht zu schnell werden. Jetzt auch nicht allzu weit weg.
vorne ist schon Bürstadt. Dann können wir jetzt auch schon diese Ansage abspielen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau. Das wäre Bürstedt, eine Busstadt, wie auch immer. Öffnen die Türen. Spielen diese Ansage ab. Es soll nach Mahlheim Hauptbahnhof. Einsteigen bitte. So, sind sie alle eingestiegen? Es soll nach Mahlheim Hauptbahnhof. Zurückbleiben bitte. Dann schließen sich jetzt jeden Moment die Türen. Genau. Wir können einsteigen. Bremsen lösen und dann langsam auch schalten. So, nächste Station ist dann Lampertheim. Deswegen spielen wir auch folgende Ansage ab. Nächste Station Lampertheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Auch das ist stimmt. Auch in Lampertheim steigen wir rechts aus. Oder die Fahrgäste vielmehr. Es geht mir jetzt erstmal vornehmlich darum, euch den Trainboard oder das Trainboard näher zu bringen, wie das Ganze in der Praxis abläuft. Und dass mir das jetzt erstmal, ob wir das alles wegen Zugsicherungssystem und so weiter, das kann man dann immer noch machen, wenn man das Ganze ein bisschen mehr beherrscht. Weil ich denke, es ist nicht so einfach, sich auch noch um die Zugsicherungssysteme zu kümmern, wenn man sich mit dem Trainboard beschäftigt. Wie gesagt, das kommt alles zu seiner Zeit. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wunderbar. Da wären wir in Lampertheim. Es soll
nach Mannheim Hauptbahnhof. Einsteigen bitte. S9 nach Mannheim Hauptbahnhof. Zurückbleiben bitte. So, das hätten wir auch geschafft. Bremsen lösen, einmal auf Nullstellungszwang und auf geht's. Und die nächste Station Mannheim-Waldhof ist auch Ausstieg rechts. Wir noch ein bisschen warten mit der Ansage. Nächste Station Mannheim-Waldhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, auch das stimmt. Das nächste Mal links aussteigen, wenn wir am Hauptbahnhof selber. Bis dahin steigen wir immer rechts aus. Das könnt ihr euch merken. Aber wie gesagt, besser wäre es, ihr fahrt die Strecke einmal ab. Schreibt euch alles auf, damit ihr das dann auch richtig macht. Das habe ich nämlich auch so gemacht. Streckenkunde ist da ganz, ganz wichtig bei solchen Sachen. So, vielleicht 160, aber da sollten wir jetzt keine großen Probleme bekommen, fahren ja eh nicht mehr. Kommt uns ein ICE3 entgegen, wunderschön. Das erste der Rangierbahnhof und der Güterbahnhof. Dann kommt Mannheim Waldhof Bahnhof, also Personenbahnhof. Bahnsteig 1. Da steht eine schöne, wunderschöne E-Lok. Wunderschön. Die Idee zu Lutzenberg ist jetzt auch nicht so weit entfernt. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, da wären wir. Jetzt schon wieder ein ICE.
öffne die Türen. Hier am Mannheimer Waldhofbahnhof. Von Mannheim Waldhofbahnhof. Spielen wir folgende Ansage ab. Es soll nach Mannheim Hauptbahnhof. Einsteigen bitte. Und? Es soll nach Mannheim Hauptbahnhof. Zurückbleiben bitte. So, Türen schließen sich. Das heißt, wir können die Bremse lösen. Umstellungszwang. Dann geht es jetzt weiter nach Mannheim-Lutzenberg. Und da die ja nicht allzu weit entfernt war, wie ihr vorhin selber gesehen, können wir eigentlich direkt folgende Ansage abspielen. Nächste Station Mannheim-Lutzenberg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau. Da wären wir nämlich schon. Lutzenberg. Also im Prinzip ist da gar nichts Schweres dabei, wenn man das alles so verinnerlicht, welche Taste man wann drücken muss. Es soll nach Mannheim Hauptbahnhof einsteigen, bitte. Dann ist das eigentlich alles kein Problem. Es soll nach Mannheim Hauptbahnhof. Bitte. Kann man das da oben überhaupt einstellen? Geht nicht. Dann machen wir es so. So, weiter geht's. Nächste Station Mannheim-Neckarstadt. Nächste Station Mannheim-Neckarstadt. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau. Zwei vorverletzte Station vor dem Hauptbahnhof.
Fahrtrichtung rechts. So, ihr seht, Handelshafen ist dann schon der vorletzte, auch nicht weit weg. Also ist jetzt auch kein Szenario, was jetzt Ewigkeiten dauert, geht eigentlich relativ fix. Halbe Stunde, sage ich mal, eine gute halbe Stunde ist man da, hat man da, kann man da wofür aufbringen. So, das wäre Neckarstadt. Fahrradschuppen oder irgendwas zu sein. Na egal. Wir spielen folgende Ansage ab. S9 nach Mannheim Hauptbahnhof. Einsteigen bitte. Und? S9 nach Mannheim Hauptbahnhof. Zurückbleiben bitte. Bremsen lösen. Was war das denn? Nächste Station, Mannheim Handelshafen. Auch dort steigen wir rechts aus. Heißt? Nächste Station Mannheim Handelshafen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und folgende Ansage. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Hier öffnen wir natürlich die Türen, also Mannheim am Handelshafen, nur für diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen. So. Folgende Ansage. Und? S9 nach Mannheim Hauptbahnhof. Zurückbleiben bitte. Genau. So, dann können wir die Bremse lösen. Na. So, dann ändern wir mit der... Jedenfalls so habe ich es eingestellt mit der Nummernpad-Taste 3 die Ausstiegsseite. Damit das schon mal richtig ist. Denn dann können wir gleich bei folgender Ansage folgendes hören.
bleiben wir bei 50. Denn wir hören jetzt folgende Ansage. Nächste Station, Mannheim Hauptbahnhof. Übergang zu den S-Bahn-Linien und zum Regional- und Fernverkehr. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Genau, ich habe es nämlich diesmal erst geändert und dann. Das ist nämlich ganz wichtig. Das habt ihr ja gemerkt. So, das ist gleich 50. Bergab hier. Wie gesagt, das mit dem Zugsicherungssystem, das könnt ihr dann selber entscheiden, ob ihr die aktiviert beim ersten Mal oder erstmal ohne Fahrt. Das könnt ihr natürlich individuell entscheiden, wie ihr wollt. Ich habe das jetzt, wie gesagt, erstmal ohne gemacht, damit ich euch erstmal in aller Ruhe den Trainboard zeigen kann. So, folgende Ansage. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wunderschön, wunderschön. So, da wären wir in Mannheim Hauptbahnhof. Das war also das Szenario aus dem schnellen Spiel mit der S9 von Großrohrheim nach Mannheim Hauptbahnhof zusammen mit dem Chainboard von Fair System Sound Design. Ich hoffe, ihr hattet jetzt einen ersten guten Eindruck davon. Ich konnte es euch ein wenig näher bringen. Wenn ja, würde mich das natürlich sehr freuen. Schreibt es in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ansonsten Daumen hoch. Für alle, die neu auf meinem Kanal sind, Glocke aktivieren, Abo nicht vergessen und schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würdet ihr euch dieses Trainboard kaufen bzw. ein Abo abschließen bei Fair System Sound Design, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Das Ganze ist seit gestern, den 27.12.2023, draußen in der offenen Beta-Phase für jedermann zugänglich. Ich hoffe, ich konnte es euch ein wenig näher bringen. Wenn ja, würde mich das natürlich sehr freuen. Würde mich freuen, wenn ihr auch in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Macht bis dahin, bleibt bis dahin sauber, bleibt mir treu, macht's gut. Ihr hört mich dann vor Silvester nochmal in einem anderen Video. Bis dahin, ciao, servus und tschüss. Euer Dennis Spieters, macht's gut. Bye. Bye.